Salam alaikum. Naam, es gibt diesbezüglich zum Beispiel den berühmten Hadith der Al-Uraniyun, das waren Fremdlinge, die nach Medina marschiert sind und in Medina aufgrund der Umstellung des Klimas erkrankt sind. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen empfahl, zu dem Hirten zu gehen, der sich um die Kamele der Zakat, also die infolge der Zakat eingesammelt worden sind, zu ihm zu begeben und aus der Milch und dem Urin der Kamele zu trinken. Das heißt, das Trinken von Urin des Kamels ist keine Sunna. Einige Schwachköpfe machen das nämlich, sie bezeichnen das als eine Sunna und gehen dann, beschaffen sich Kamelurin, obwohl sie heil und gesund sind und trinken das, weil es eine Sunna sei. Das ist dämlich und extrem oberflächlich. Das Trinken von Kamelurin ist weder Sunna, noch sollte man das einfach grundlos tun. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen das in einem bestimmten Umstand empfohlen. Nur in einem bestimmten Umstand. Das heißt, ist man in einer ähnlichen Lage, dann kann man es machen, muss es nicht machen. Wenn es andere Mittel gibt, die wirksamer sind, kann man sie nutzen. Auf jeden Fall ist das aber im absoluten Sinne keine Sunna, wie gesagt, nur in dem Fall. Man kann nur sagen, dass es aus der Sunna ist. Es muss aber nicht Mustahab sein, das zu trinken. Ich meine aus der Sunna, das heißt, dass es in dieser Situation überliefert worden ist, davon zu trinken. Aber einfach so hinzugehen, ich bin jetzt in Saudi-Arabien und ich trinke einfach mal Kamelurin, weil es Sunna ist. Das ist nicht nur dämlich, das ist auch eine Schmähung des Hundes. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat niemals empfohlen, einfach so Kamelurin zu trinken und hat es auch selbst nicht getrunken.